lieber Yasin. So, jetzt darf ich einen Anwalt ankündigen, der von der ersten Stunde, von der ersten Minute an sich für unsere Grund- und Freiheitsrechte engagiert hat. Einen herzlichen Applaus bitte für unseren Dr. Roman Schießler. Ja, hallo zusammen. Ich meine, das schaut ja nach einer einigermaßen brauchbaren Versammlung aus. Also, ich habe auch eine Durchsage zu machen, ne? An euch alle und nachher an die Exekutive. Ne? Gemäß § 10, 11 EMRK und 11, 12 Staatsgrundgesetz haben alle Staatsbürger das Recht, ihre Meinung frei zu äußern und sich friedlich zu versammeln. Ja, und dann sind wir schon beim Thema, nämlich beim Thema Grundrechte. Und es ist halt leider so, dass ich halt als Jurist ein Defizit in der Bevölkerung feststellen muss. Ne? Es fehlt halt generell ein bisschen am Grundrechtsbewusstsein. Das muss man leider sagen. Ich muss euch auffordern, euch ein bisschen mehr mit diesen Dingen zu befassen, weil diese Dinge sind massiv in Gefahr und sind geeignet, wenn die Grundrechte nicht entsprechend beachtet werden, unser Leben massiv umzugestalten und unsere wirtschaftliche Existenz zu vernichten. Die Grundrechte sind einstens einmal hart erkämpft worden. Da klebt viel Blut daran. Ich betone das bei jeder Versammlung. Und wie gesagt, das muss sich jeder merken. Das muss sich jeder hinter die Ohren schreiben. Entsprechend beachten. Vor allem die wirtschaftliche Bedeutung ist sehr hoch. Wir sehen es ja jetzt, die Grundrechte, vor allem die Erwerbsfreiheit wird nicht eingehalten. Es werden eine Reihe von Personen und auch ganze Branchen vom Erwerb ferngehalten. Mit der Wirtschaft geht es bergab und natürlich auch indirekt mit dem Gesundheitssystem, was uns ja alles so am Herzen liegt, ne? Zumindest laut Anschober. Ne? Nur das Problem ist halt, dass eine Reihe von Funktionären der österreichischen Gesundheitskasse bei ihm vorstellig werden und beklagen, dass ihnen hunderte Millionen fehlen. Ne? Das ist halt leider das Problem. Und das Problem ein weiteres ist es, dass Verfassungsgerichtshofsentscheidungen ignoriert werden. Ne? Also selbst wenn der VfGH sollten aber doch einmal deutlicher wird und eine Entscheidung erlässt, die doch wegweisend ist und vor allem sehr viel Einblick gibt in das Verwaltungsgeschehen, ne? Wie es eigentlich in Österreich in den Ämtern zugeht, ne? dann muss man schon sagen, dass das schon einzigartig ist. Ne? Wie ihr vielleicht wisst, ne, hat ja jede Verordnung einen Verordnungsakt im Hintergrund. Also da steht halt drinnen, warum und wieso eine Verordnung erlassen wird. Und man kann sich erwarten, dass in jedem Verordnungsakt entsprechender Inhalt zu finden ist, der die Verordnung inhaltlich stützt und rechtfertigt. Und dann liest man in einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts, also des Verfassungsgerichtshofes, folgenden Text. Ich darf das kurz vorlesen. § 1 Absatz 2 Covid-19 Lockerungsverordnung in der Stammfassung BGBL 2 197 aus 2020 verstößt somit gegen § 2 Covid-19 Maßnahmenverordnung, weil es der Verordnungsgeber gänzlich unterlassen hat, und das ist das Entscheidende, gänzlich unterlassen hat, jene Umstände, die ihn bei der Verordnungserlassung bestimmt haben, so festzuhalten, dass entsprechend nachvollziehbar ist, warum der Verordnungsgeber die mit dieser Regelung getroffenen Maßnahmen für erforderlich gehalten hat. Bei diesem Ergebnis erübrigt sich eine Prüfung, ob die angefochtene Bestimmung auch aus anderen Gründen Gesetz- oder verfassungswidrig ist. Also bitte, wie deutlich wollen es die Herrschaften noch haben? Ne? Also wenn der Verordnungsakt leer ist, bei Verordnungen, ich meine, da gibt es ja x davon, also das ist ja nicht nur diese Lockerungsverordnung, da gibt es ja in diversesten Verwaltungsbereichen gibt es ja da Verordnungen, die auf diesen Covid-Wahnsinn da Rücksicht nehmen. Dann darf man sich bei Verordnungen, die so einen Schaden verursachen, ne, die einen gesellschaftlichen und vor allem wirtschaftlichen Schaden, der volkswirtschaftlich sicher schon in die hunderte Milliarden geht, wenn man das umsatzmäßig betrachtet, dass dieser Verordnungsakt voll ist von wissenschaftlicher Expertise. Da müssen sich die Gutachten stapeln. Ne? Und diese super gescheiten Schwurbler, die man da immer hört im Fernsehen, diese Pseudo-Experten, ne? Ich frage mich,
warum steht von denen in diesen Verordnungsakten nichts drin? Ne? Da ist nichts vorhanden offenbar. Ohne Grundlage und ohne irgendeine Expertise werden solche Verordnungen erlassen. Es hat schon seinen Grund, weil sie diese Herrschaften ja selbst nicht so ganz sicher sind. Ne? Das formulieren wir es einmal sehr moderat. Ne? Und wenn man dann ein Gutachten erstellt, was dann in einem Verordnungsakt mit solchen Verordnungen, die Grundlage sind für solche Verordnungen, wenn man dann da drin steht mit einem Gutachten und dann eines Tages stellt sich heraus, was man für einen Unsinn verzapft hat, dann wird man dann wahrscheinlich zur Verantwortung gezogen. Und das will man vielleicht alles nicht so haben. Ne? Und diese Rechtsprechung, ne, findet auch keinen Rückhalt in den Medien. Ne? Ich meine, die Konstantina wird das vielleicht noch sagen. Sie hat vor kurzem mit einer Journalistin gesprochen von einer Zeitung, die an sich eher als linksliberal gilt, die hat sich immer sehr weltoffen gibt. Ne? Konkret war es der Falter. Ne? Da hat sie mit einer Nina Horacek gesprochen und die dann zugegeben hat, dass sie davon keine Kenntnis hat. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Was sich diese Leute vorstellen, wie Journalismus funktioniert in diesen Tagen. Es ist ein Graus. Es ist ein Graus. Man, diese Herrschaften kriegen dann Preise. Man, wenn man sich diesen Wikipedia den Eintrag anschaut, dann sieht man da, dass die Preise für Menschenrechte, Journalistenpreise für Menschenrechte bekommen haben. Also und kennen eine solche Judikatur nicht. Aber mit den Journalisten ist es das eine und mit den Beamten ist es das andere. Ne? Da haben wir, also wir haben das ACU, ich gehöre da dazu, ne? Haben wir zum Beispiel ein Schreiben bekommen der Bildungsdirektion, ich glaube Klagenfurt in Kärnten war es, ne? Ich weiß es jetzt nicht so genau, ne? Aber ich glaube es war Klagenfurt. Ne? Da steht zum Beispiel drinnen, ne? Salopp formuliert, dass der Bildungsbereich von dieser Entscheidung nicht betroffen ist. Also ich meine, wenn man das einmal liest am ersten Blick, ne, dann wird einmal schlecht. Ne? Das ist einmal das Erste. Ne? Aber wenn man die Begründung liest, also dann wird man fassungslos. Ne? Vor allem, wenn das eine Juristin schreibt. Ne? Ich meine, das ist vielleicht nicht so allgemein bekannt, was eine Verfassungsgerichtshofsentscheidung, ich bin's gleich, ja. Eine Verfassungsgerichtshofsentscheidung, wie werden die vollzogen? Ne? Ich meine, der Verfassungsgerichtshof selbst hat ja keine Exekutionsabteilung. Da ist ja nicht so wie der Exekutor, der dann kommt und quasi eine Verfassungsgerichtshofsentscheidung exekutiert. Das ist ja so in der Verfassung nicht vorgesehen. Ne? Vorgesehen ist, dass jede Verfassungsgerichtshofsentscheidung im Bundesgesetzblatt von der Bundesregierung bzw. vom betroffenen Minister kundzumachen ist. Ne? Das heißt, dass diese Entscheidung nicht nur für die Streitteile gilt, ne? Sondern gesetzesgleich gilt. Also das heißt, der gesamte Verwaltungsbereich und auch die Gesetzgebung klarerweise ist an diese Entscheidung gebunden. Und dann gibt es eine Juristin, die sagt, naja, mich interessiert das nicht. Das gilt fürs Anschauungsministerium, aber für den Fasmann gilt das nicht. Aber das steht im Bundesgesetzblatt, diese Entscheidung. Also wissen Sie, das ist unglaublich, was hier in Österreich abgeht. Hier wird ganz grundsätzliches Recht missachtet und einfach ignoriert. Ich sage euch, wenn man das bei einer Prüfung auf der Uni sagt, ne, dann hat man einen neuen Termin. Und zwar mit hundertprozentiger Sicherheit. Es ist leider die Tatsache, dass man hier als Rechtsanwalt mit Situationen konfrontiert wird, die einfach, ja, ich weiß nicht, wenn mir jemand das vor einem Dreivierteljahr gesagt hätte, dann hätte ich ja man, das berühmte Nichtraucherjager laut sagen, ne? Aber abschließend kann ich all diesen Herrschaften nur ein Stammbuch schreiben. Es wird Rechtsanwälte geben, die das verfolgen werden. Die wird es geben und das wird verfolgt werden. In diesem Sinne. Darf ich das einmal nehmen? Also lieber Roman, vielen Dank für den tollen Vortrag. Und wir haben uns gedacht, wenn wir schon so einen tollen Rechtsanwalt da haben, lieber Roman, bleibst du da? Wenn wir schon so einen tollen Rechtsanwalt da haben, dann wollen wir vom Monolog in den Dialog gehen und euch herzlich einladen, dem lieben Roman ein paar Fragen zu stellen. Und vorab bitte auch noch eines, ihr habt dann auch die Gelegenheit, eure Themen zu behandeln. Auch ihr werdet heute zu Wort kommen, aber jetzt geht es wirklich um Recht, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt,
dann bitte ich euch, ja, stellt's dir einfach einmal. Was ist, wenn man jetzt nach 20 Uhr noch mit dem Auto unterwegs ist und von der Polizei aufgehalten wird? Dann sagst du einfach, du musst dich erholen. Du brauchst die Muße, die nächtliche Einsamkeit und Ruhe. Ja, das sagst du einfach. Du bist einfach im Entspannungsmodus. Vielen Dank. Bitteschön. Also ich arbeite in einem Pflegeheim. Ich habe mich geweigert, mit zwei weiteren Kolleginnen zu testen. Wir werden alle jeden Tag getestet, meine Kolleginnen. Der Zettel für die Impfung steht schon oben. Es haben alle eingetragen mit Nein, außer zwei mit Ja. Ich habe das meiner Chefin mitgeteilt, dass ich mich weigere zu testen und zu impfen. Jetzt hat sie mir eine Mail geschrieben, dass ich mit dienstrechtlichen und zivilrechtlichen Konsequenzen zu rechnen habe. Aber ich muss auf alle Fälle meinen Maulkorb aufsetzen. Ich werde das zurückschreiben. Ich mache das nicht, weil ich mich nicht selbst vergifte. Ja, also zum unseligen PCR-Test. Also, wenn man mit solchen Forderungen konfrontiert wird, empfehle ich immer mal von diesen Herrschaften, den Beipacktext zu verlangen von diesem Produkt. Ne? Man, jedes Pulverl, jedes Salberl, was man in der Apotheken kriegt, hat einen Beipacktext. Auch diese Dinge haben einen Beipacktext. Ne? Und da steht nämlich drinnen, dass das alles, dass diese Produkte für diese Dinge, die da vorgesehen sind, also für diese Screenings, nicht geeignet sind. Ich meine, alleine diese Forderung löst schon offenbar oft, also bei diesen Herrschaften eine gewisse Unruhe und Unsicherheit aus. Ne? Aber macht das ganz, ganz konsequent, fordert die Beipacktexte von diesen PCR-Tests oder Antigentests, das ist der gleiche Schwachsinn im Prinzip. Ne? Es steht eh überall drinnen, dass das nicht geeignet ist und dass vor allem die Hersteller, ne? Das ist ganz wichtig, ne? Die Hersteller für diese Produkte, ne? In Bezug auf diese Verwendung keine Haftung übernehmen. Ne? Ich meine, das ist ein Bombengeschäft. Ich kriege einen Haufen Geld und habe kein Risiko. Ne? Also das ist eine super Sache, ne? für die Hersteller. Für die Gesellschaft ist es eine mittlere Katastrophe. Ne? Und was das Impfen betrifft, ich sage es ganz offen, also das wird ohnehin ein Rohrkrepierer. Ich meine, ich verlasse mich da auf euch alle, das wird ein Rohrkrepierer bis zum geht nicht mehr. Ne? Weil die Massentests sind eh schon ein Rohrkrepierer. Ne? Und was die Masken betrifft, ja, ich meine, da empfehle ich, da gibt es also, sind das FFP2-Masken? Ja, also da gibt es Regularien der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Ne? Also, hat die deutsche gesetzliche Unfallversicherung mit Österreich zu tun? Ne? Das ist ganz einfach, weil es um Arbeitnehmerschutz geht und der Arbeitnehmerschutz hat sich immer noch § 7, ich glaube Ziffer 5 ist das, ne, des Arbeitnehmerschutzgesetzes am Stand der Technik zu orientieren. Ne? Und der Stand der Technik sind die Regularien der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung und darum gilt das auch jetzt in Österreich. Ne? Und in diesen Regularien steht drin, das habe ich mir auch gemerkt, weil das bei dem Prozess von der Konstantina auch eine Rolle spielt, ne? Im Anhang 2 auf Seite 148, bei den Viertel- und Halbmasken, ne, ist da eine Pausenregelung einzuhalten. Ne? Also 120 Minuten kann man es tragen und das ist mit einer halben Stunde Pause. Ne? So. Und das geht nur für 3 Schichten pro Tag, ne? Und das nur 5-mal in der Woche. So. Und dann ist Sendepause. Und wenn das jeder so umsetzt, ne, dann steht der Betrieb. Das ist sicher. Ne? Und dann wird jeder mal ins Nachdenken anfangen. Ne? Und das wollen wir ja mal erreichen. Ne? Ich hoffe, das war zu deiner Zufriedenheit. Bitte. Lieber Roman, 2 Fragen nur. Ist das für dich in Ordnung? Ich habe nämlich da jemand, es gibt ja Starredner so wie dich. Und ich habe jetzt da eine Star-Fragestellerin. Darf ich mal fragen, wie du heißt? Rosalie. Sagst du was nochmal? Rosalie. Ja, hallo Rosalie, wie alt bist denn du? 11. Ja, wir haben ja ganz groß bei uns oben Schutz der Kinder. Da müssen wir ja Kindern fragen, oder? Liebe Rosalie, stell uns deine Frage. Wieso muss ich in der Schule am Flur eine Maske tragen, wenn ich einen Attest habe? Maskenfreiheit für die Kinder! Ja. Ja, also. Gut, also
sicherlich, das ist eine berechtigte Frage, ne? die man ja rational nicht beantworten kann. Das ist ja der Terrorismus, der auf Kinder ausgeübt wird. Es ist halt, was du am effektivsten machen kannst, indem du deine Schulkollegen und Kolleginnen überzeugst, dass das Maskentragen für euch alle schlecht ist und dass es alle einfach runtergibt. Ne? Das ist das Allerbeste und dass ihr vor allem auch auf die Eltern einwirkt, ne? Euch dabei zu unterstützen, nicht im Regen stehen lasst, so wie jetzt. Ne? Also das ist das Wesentliche. Und noch etwas ist im Gange, soweit einer von unseren Kollegen hat bereits einen Individualantrag eingebracht beim VfGH über das Maskentragen in Schulen generell. Also wie gesagt, also was der VfGH da entscheiden wird, kann ich nicht sagen. Ne? Wir werden sehen, aber es ist in Schwebe und es ist beantragt, soweit mir bekannt. Und nachdem in den Verordnungsakten ja nichts drinsteht, ne, und ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch mehr drinsteht als da schon, weil da schon nichts drin gestanden ist, ne, dann kann man doch berechtigt der Hoffnung sein, dass sich da was ändert. In diesem Sinne, ja. Danke, lieber Roman. So, jetzt habe ich natürlich noch eine Frage an die Rosalie. Liebe Rosalie, ist deine Frage beantwortet worden? Ja. Super, Dankeschön. Wir sind jetzt ein bisschen im zeitlichen Problem. Es tut mir leid, wenn wir nicht mal alle dran nehmen können, aber einmal probieren wir es nur. Und zwar, Sie waren am längsten da, stellen Sie Ihre Frage bitte. Ich möchte gern wissen, wie es mit dem Verfassungsgerichtshofurteil eigentlich ist. Das gilt ja nicht nur für das Vergangene, sondern das bedeutet doch, dass Sie die Regierung auch in den zukünftigen Handlungen dann noch richten muss, oder? Wieso dürfen die dann wieder jetzt solche Sachen verordnen, wenn es unrechtmäßig war und ist? Naja, das hab ich an sich eh schon gesagt in meinem Redebeitrag. Ne? Verfassungsgerichtshofsentscheidungen sind gerichtliche Entscheidungen, die über den Einzelfall hinauswirken. Darum stehen sie ja auch im Bundesgesetzblatt. Ne? Das ist ja der Sinn, das ist in der Rechtsordnung immer so, wenn etwas über den Einzelfall hinaus Geltung haben soll, dann wird es immer besonders publiziert. Ne? Und wenn was im Bundesgesetzblatt steht, dann gilt es für alle. Ne? Dann gilt es für den Minister genauso wie für die Juristin in der Bildungsdirektion in Kärnten. Ne? Also das... Ja. Ja, das ist das Problem. Die VfGH-Entscheidung wird ignoriert. Ja, wir haben meinen Blog schon gelesen, aber ich habe ja sowieso einen kleinen Beitrag geschrieben, dass VfGH-Entscheidungen ignoriert werden, dass diese Verordnungswalze, die da über uns drüber rollt, eben bewirkt, dass diese Entscheidungen nicht zum Tragen kommen. Das ist ja, weil momentan der politische Wind, der Wind ein anderer ist und die Durchsetzung von Recht auch von politischen Gegebenheiten abhängt. Ne? Weil welchen Staatsanwalt findest, der da was tut? So. Naja, also der Verfassungsdienst sind weisungsgebundene Beamte wie alle anderen. Ne? Und das sind weisungsgebundene Rechtsansichten, so wie alle anderen Rechtsansichten weisungsgebunden sind. Ja, als Lehrer für meine Eltern, ja, das kann man alles machen. Ich habe auch mal eine Strafanzeige gemacht und vier Tage später war die Einstellung da. Ne? Das ist halt dieser Tage so, dass das Durchsetzen von Recht, ne, einfach ja, nicht den Stellenwert hat, den es haben sollte. Und darum brauchen wir Veranstaltungen wie diese, am besten noch doppelt, dreifach und vierfach mal so groß, ne? Damit den Herrschaften im öffentlichen Dienst, die darüber hinaus vom Lockdown nicht betroffen sind, ne? Weil da gibt es keinen Lockdown in der Brieftasche, da läuft das Geld weiter, ne? Das ist ganz interessant, ne? Dass diese Herrschaften noch mal ein bisschen umdenken, ne? Und sich an das erinnern, was sie mal gelernt haben. Ne? Und ich hoffe auch verstanden. So, passt so? Ja. Also dann bitte einmal einen Riesenapplaus für unseren Staranwalt. Wenn jemand von euch einmal ein Problem hat, ich glaube, das hat es in der richtigen Hand. Vielen Dank, lieber Roman.